Das könnt ihr nicht tun. Wir verurteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Wegen krassen Missbrauchs deiner Kräfte und wegen Diebstahls unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht, ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Ziokan und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf! Verschwender! Lass es uns einfach tun. Ziokan! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Nadler, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadler. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung, nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also? Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Ziokan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Zehn. Fünf. Das war Atlantis. Wir haben 29 Gegner besiegt, 34 Gegenstände aufgehoben, eines von drei Geheimnissen gefunden und wir haben 47 Minuten und 31 Sekunden gebraucht. Yay, Adam. My Schätzli. Das Gute an Adam in dem Teil ist, du musst eigentlich nur aufpassen, dass er dich nicht erschlägt. Und die ganze Zeit draufballern. Und aufpassen sollte man eigentlich noch, dass man nicht zu nah an ihn rangeht. Und natürlich, dass man nicht zu nah am Rand ist. Weil zu nah am Rand könnte ich ja auch das Todesurteil sein. Ach, jetzt stirbt doch. Scheiße! Das war dumm. Deswegen hasse ich Adam. Och nee, jetzt müssen wir hier nochmal die Zwischensequenz mitmachen. Die werde ich jetzt einfach überspringen, weil wir haben sie schon mal gesehen. Aber mal der Interesse halber, wo kommt Nadler dann hier raus? Gut, die erscheint ja einfach aus dem Nichts. Das ist auch toll. Das könnt ihr nicht tun. Doch, können sie.
Oh nee, das ist eine unüberspringbare Zwischensequenz. Meint ihr das gerade ernsthaft? Ich kann die wirklich nicht überspringen. Nochmal versuchen, das Ganze zu schaffen, ohne dabei zu sterben. Auch bekannt als Synonym für so gut wie unmöglich. Ist das gerade ernsthaft passiert? Ich habe wieder nicht gespeichert, ne? Ich könnte mich gerade ein bisschen köpfen. Es wird jetzt das erste sein, was ich mache, wenn Adam anfängt zu spawnen. Und nächster Anlauf. Sichern. Falsche Waffen. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal wirklich die Uzis in ihn reinpumpen. Danke fürs nicht korrekt abspringen, Lara. Und er ist tot. Stand ich nicht so nah dran. Ich hätte gedacht, ich brauche bedeutend mehr Kugeln, um ihn down zu bekommen. Zum Glück liegt hier überall Uzi-Moni. Die können wir danach nämlich noch gut für Nattla und die ganzen anderen Spasten gebrauchen. Und für die Leute, die mir gerade auf YouTube zugucken, hey zusammen und herzlich willkommen zum Finale von Tomb Raider 1. Und ja, ich werde Tomb Raider jetzt wahrscheinlich echt so aufteilen, dass ab Adam, ja genau, ab Adam ist das Finale. Also beginnt das Finale, so meine ich das. Ich habe das Gefühl, geht schon wieder irgendwas falsch. Spiel sichern. Die große Pyramide, auch bekannt als das Finale. Ich denke mal, wir brauchen die Kiste dort. Yay. Kistenrätsel. Auch bekannt als das, was ich an Tomb Raider am wenigsten hasse. Ich sollte aufhören, solche schlechten Witze zu machen. Vor allen Dingen, wenn man sofort mitbekommt, dass ich das halt auch als Scherz meine. Also entweder bin ich doof oder keine Ahnung.
Oder ich habe mal wieder das Spiel geschrottet. Wo ist denn mein OBS? Vielleicht sehe ich über OBS mehr. Ob da oben was ist. Ach, da oben ist eine Kante, okay. Ich glaube, ich blick, was ich machen soll. Wie wär's mal mit Kiste schieben? Aber das geht ja gar nicht. Ich hätte sie nicht schieben sollen. Ziehen wir die jetzt noch mal raus. Zumindest um einen Block. Dann gehen wir noch mal von hinten ran, schieben die hier rein. Ich glaube, ich weiß, was das Spiel von mir will. So schwer ist es jetzt gar nicht. Wenn man sich natürlich nicht anstellt wie das erste Fahrrad. Aber ich stelle mich ja gerne mal an, wie das erste Fahrrad. Kennen wir ja nicht anders von mir. So, zwei Blöcke rausziehen. Jetzt hier einfach noch einen Block durchschieben. Wenn nicht sogar ganz an die Wand. Ja, wir müssen ganz an die Wand. Also habe ich das doch schon richtig gesehen, dass da oben ein Loch in der Decke war. Und dass das Loch in der Decke dann nicht ganz umsonst war. Sondern schon so seine Daseinsberechtigung hatte. Ah, da muss ich jetzt von außen daran. Was eine unnötige Scheiße. Ganz ohne Witz. Hä? Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Blick's nicht. Ah. Ich weiß nicht, welcher Weg richtig ist, deswegen speichere ich hier einfach mal. Und geht den interessant aussehen daran. War scheinbar vom Spiel auch so gewollt. Ich bin gerade verwirrt, ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ah, ich blick's. Dazu müsste aber die Tür zugehen.
Da ist ja ein Schalter. Gut, dass ich den jetzt sehe. Ich dachte schon, die Tür geht nach da auf. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Aber das wäre wieder typisch Tomb Raider gewesen. Die machen ja gerne mal so leicht schwachsinnige Dinge. Wenn ich es darüber geschafft habe, erstmal abspeichern. Spiel sichern. Ich habe meinen Fehler gefunden, das war jetzt gerade ein bisschen dumm. Ich war ein Stück zu weit drüben. So, manchmal verstehe ich die gute Frau nicht. Hier verstehe ich sie zum Beispiel absolut nicht. Was soll die Scheiße? Ganz ohne Scheiß. Und ja, ich hab's getroffen. Einfach bei der Vollständigkeit halber hier nochmal speichern. Spiel sichern. Gut zu wissen, dass da oben eine Kugel runterkommt. Gut, ich muss die Kugel wirklich auslösen. Lässt sich halt scheiße echt nicht ver... Hä? Was war denn das jetzt? Ah, jetzt habe ich sie getriggert. Da ist ja noch eine Kugel. Und tja, willkommen zurück in der Aufnahme, wäre das dann für mich, weil ihr werdet jetzt 100% ziemlich verwirrt sein. WTF, Nina, was ist das jetzt für ein merkwürdiger Schnitt? Aber an dem Tag, als ich den ersten Teil dazu aufgenommen hatte, konnte ich das Stückchen hier zu Ende nicht mit aufnehmen, beziehungsweise hatte keine Zeit dazu, deswegen spielen wir jetzt ab hier weiter. Genau, hier waren wir. Die Kugel da oben hatte ich noch nicht ausgelöst. Falls man gerade mein Mikrofon rauschen hört, es liegt daran, dass mein CD-Laufwerk gerade ein bisschen ausrastet. Jetzt hat es geladen und jetzt soll es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so laut sein. Okay, es vibriert halt immer noch.
Okay. Nee, und kaputt ist der Sion. Ich zieh mal kurz mein... Nee, das kriege ich nicht rüber. Das Gehäuse ist ja eingekeilt. Ich wollte gerade sagen, ich zieh mal kurz mein Gehäuse rüber, aber das geht doch nicht. Tja, und da haben wir jetzt den Sion down. Die Frage ist bloß, wie weiter jetzt? Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Okay, nehme ich mal ein großes Medipack. Oh Gott, wo kommt denn das Viech her? Warum sind hier auf einmal so viele von denen? Wie wär's mal mit... Also manchmal hasse ich die Frau schon dezent. Jetzt stirb doch mal. Waren das nicht drei? Weil ich mir gerade nicht sicher bin, speichere ich mal kurz. In der Hoffnung, dass ich das Medipack jetzt noch nicht einsetzen muss. Oh, da hinten die Tür ist offen. Hä? Aber ich dachte, hier kamst du irgendwie weiter. Ist es zum Bewegen? Nee, ist es nicht. Also entweder habe ich gerade einen Denkfehler oder das Spiel ist kaputt. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt alle... Sag mal, ist das dein Scheiß Ernst? Wahrscheinlich habt ihr es alle schon längst gesehen und haltet mich jetzt einfach vollkommen bescheuert. Gut, ich guck jetzt nach. Das ist mir jetzt zu blöd. Ah, so viel zum Thema. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin so ein Depp, ey. Ohne Witz. Spielladen, die große Pyramide. Aber trotzdem muss ich jetzt das Medipack nehmen, weil ich das sonst nicht schaffe. Boah, dieses Geräusch von der einfallenden Pyramide geht mir dezent auf den Kranz. Dann kann ich da kaum noch richtig präzise Sprünge machen. Geil, genau unten Rücken. Ich dachte schon, wow, zumindest einmal, dass es mich nicht getroffen hat. Oh Gott. Die wollen mich doch verarschen. Wie zum Teufel soll ich mit der einstürzenden Pyramide das noch schaffen? Mit diesem nervigen Geräusch und den Kamerawacklern durch die einstürzende Pyramide. Spiel sichern. Gut. Das habt ihr dann mal nicht gesehen? Gott, ich dachte schon. So. Wo war ich stehen geblieben? Ach hier. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich dieses Spiel manchmal hasse.
Gut, dass die Alte natürlich wieder nicht abspringt. Ich hasse diese Frau. Spielladen. Ja, spring halt wieder nicht ab, Mann. Gott, das könnte was werden. Wow, es ist sogar echt was geworden. Und ich habe Lara in einer super Position angehalten. Oh, Medipacks. Ah, die sind da. Moment mal, wo lagen die jetzt? Geil. Spiel laden. Ich bin ein Vollhorst. Spiel laden. Ah, können wir das mal bitte jemand erklären, wie zum Teufel ich darüber kommen soll? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist es wieder total obvious und ich bin einfach ein Idiot, der es wieder nicht sieht. Ach du Kacke. Gut. Man kann sich natürlich auch anstellen, wie es erst Fahrrad. Und ich, Idiot, habe nicht gespeichert. Jetzt mal ohne Witz, wie zum Teufel soll ich den Sprung schaffen? Das schaffst du doch als Normalsterblicher gar nicht. Kommst du vielleicht irgendwie von hinten rum ran? Ich hab's gefunden. Ich will jetzt an diese Medipacks. So ist natürlich auch möglich, einfach über die Dinger drüber springen. Okay, das war zu spät. Ach, scheiß drauf. Komme ich eh nicht ran. Einfach nochmal speichern, Spiel. Sichern. Oh, ich muss hochskippen. Weil ich nicht weiß, wie ich jetzt weiter muss. Spiel. Sichern, aber ich denke mal fast, ich muss hier bei der Kugel lang. Das ist das Wahrscheinlichste. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich dieses Spiel hasse. Da komme ich eh nicht vorbei. Jetzt hasse ich dieses Spiel noch mehr. Was ein beschissener Sprung. Wer entwickelt sowas? Und vor allen Dingen warum? Wahrscheinlich zum Spieler quälen. Ja, was war denn das? Kann mir das mal bitte jemand erklären, was das jetzt war? Das war merkwürdig. Das kann doch nicht sein! Springe ich da zu früh ab? Wahrscheinlich ist es so. Sogar höchstwahrscheinlich so. Sag ich doch.
Das sieht mir verdächtig nach. Hier fließt gleich Lava raus aus. Deswegen Spiel sichern. LOL. Da lag ein Medi... Tatsache, da liegt ein Medipack. Ich scheine es noch nicht ausgelöst zu haben. Da kralle ich mir schnell das Medipack. Und speichere hier erstmal. Spiel sichern. Und durch hier. Okay, so zu sterben ist natürlich wieder 10 von 10 Punkten. Rein da und speichern. Ich hätte wahrscheinlich lieber hier draußen speichern sollen. Wäre wahrscheinlich taktisch besser und klüger. Jetzt muss ich doch auf die andere Seite. Gut. Was ein Scheiß. Okay. Okay, Lara hat es natürlich nicht geschafft, aber könnte es sein, dass ich oben lang muss? Ist mir gerade so spontan mal aufgefallen. Ich denke aber fast nicht. Ich glaube, das ist auch rein vom physikalischen her nicht möglich, sage ich doch. Aber hey, was muss ich denn dann machen? Aber so geht's auch nicht, hä? Ich habe eine Idee, aber die ist auch schwachsinnig. Moment mal, ist da hinten was? Ne, sah bloß so aus. Komische Textur. Okay, da hinten liegt Uzi-Muni. Gut zu wissen. Ich glaube, ich speichere hier nochmal. Weil ich glaube, mein Versuch geht total in die Hose. Das sag ich doch. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Spiel von mir will. Tatsache. LOL. Wieso macht man sowas? Also manchmal ist es merkwürdig. Das ist doch eine super Texturplatzierung. Lava unter Wasser. Ist auch nicht so, als würde die aufhören zu glühen. Die würde doch quasi eigentlich vom Wasser erstickt werden, oder? Zumindest in der Menge. Ich habe ja keine Ahnung. Hier muss ich da irgendwo hochkommen. Tatsache hier. Also entweder bin ich blind oder hier gibt es einfach keinen Schalter. Ich speichere mal kurz hier. Spiel sichern und skip erstmal im Soundtrack.
die Lost Islands. Ich habe das Gefühl, die Musik ist zu leise. So geht's. Moment mal, hier war doch was. Ne, sieht bloß so aus. Wahrscheinlich übersehe ich einfach gerade irgendwas. Oder am Ende gibt's hier gar nichts. Das könnte natürlich auch sein. Versuchen wir mal YOLO Swaggly hier lang zu springen. Okay, das geht so nicht. Hab wahrscheinlich echt irgendeinen Schalter übersehen. Aber der muss doch dann hier irgendwo noch rumhängen. Weil so ein Schalter kann ja eigentlich gar nicht verschwinden. Könnte es sein, dass er hier auf der Seite ist? Ich sehe halt absolut nichts. Zum Glück nehme ich Tomb Raider 1 nicht mit Fraps auf, weil sonst würdet ihr hier auch gar nichts sehen. Apropos aufnehmen. Ich nehme doch mit OBS auf. Da sehe ich doch ein bisschen mehr. So. Hä? Ach, ich habe das falsche Fenster angewählt. Ups. Ich glaube echt, ich übersehe gerade irgendwas. Der Schalter kann ja eigentlich echt nicht, wie gesagt, einfach so aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden. Kein Scheiß, ich google gleich. Speichern wir hier nochmal? Okay, das war ein dummer Sprung. Jetzt hätte ich fast meinen Speicherstand überspeichert. Lol. Ich glaube, ich habe gerade irgendeinen Bug ausgenutzt. Nochmal speichern. Spiel sichern. Ich glaube, wir sind gleich bei Nadla. Sieht mir zumindest gewaltig danach aus. Gut, Lara, springst du halt nicht ab. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Frau ihn manchmal echt fertig macht? Dann spring doch auch. Was soll denn die Kacke? Muss man das verstehen? Ich glaub's ja nicht. Ich verstehe die Alte nicht, ohne Scheiß. Ich kotz gleich, Spiel laden.
Dann spring halt nicht ab, du dumme Ziege. Aller. Moment mal, da ist ja ein Loch. Ist das ein Secret? Lol. Nee, scheint es nicht zu sein. Oh lol, das ist die Pyramide mit Nattla. Nattla ist gleich da. Lol. Dass ich wieder irgendwas nur durch Zufall finde, ist auch toll. So, Lara, heb auf. So, jetzt nehmen wir ein kleines Medipack. Speichern. Spiel sichern. Und packen die Jutsis aus. Und packen gleich mal das Lied, was gerade läuft, mit dem Loop und drehen es ein kleines Stück lauter. Lol. Ach, sie liegt hier hinterm Block. Ich dachte schon, hä? Ist mir ein bisschen merkwürdig. Steht sie nicht nochmal auf? Ich sag doch, die steht nochmal auf. Wenn sie mich jetzt tötet, bin ich ein bisschen am Arsch. Jetzt stirb doch mal! Ich dachte, sie steht nur zweimal auf. Weil ich mir nicht sicher bin, speichere ich hier nochmal. Spiel sichern. Das nenne ich mal einen Bosskampf. Aber wie ich schon mal, ich glaube, das war sogar in diesem Part. Ich bin mir gerade nicht sicher, in diesem oder am letzten erwähnt habe. Ich finde halt Nattla echt nicht schwer im Vergleich zu Adam. Finde ich Adam viel schwieriger als Nattla. Nattla. Ich weiß, wir müssen jetzt hier viel okay, so viel springen war es gar nicht. Ich hatte es gerade schwieriger in Erinnerung. Wie viel ist? Weil ich nicht weiß, ob hier nochmal was kommt und nochmal speichern. Ich muss da hoch. Das kann ja was werden. So, wo müssen wir jetzt? Ach, da hinten hoch und dann. Ich bild mir ein, das war in Anniversary auch schwieriger. Nee, das Stück gab es in Anniversary gar nicht. Lara ist ja dann nur auf die Säule und raus. Ich fand ja das Ende in Anniversary irgendwie trocken. Ist es zwar hier auch, aber in Anniversary kam es mir persönlich irgendwie noch trockener vor. Ist wahrscheinlich hier einfach wieder mal die Nostalgie, die hier mit Nye spielt, dass es mir so vorkam.
Und Sprung. Huch. Abrupter Kamerawechsel. Solltet ihr mich nicht machen mit mir. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Sprung beim ersten Mal schaffe. Deswegen nochmal sichern. Der wahrscheinlich letzte Speicherstand der großen Pyramide. Und raus hier! Das war die große Pyramide. Wir haben 6 Gegner besiegt, 14 Gegenstände aufgehoben, 0 von 3 Geheimnissen gefunden und 25 Minuten und 14 Sekunden gebraucht. Das ist das Ende von Tomb Raider 1. Ja, was kann ich über Tomb Raider 1 jetzt noch so erzählen? Dafür, dass das Spiel mit vergleichsweise echt wenigen Leuten entstanden ist, ist es halt echt ewig lang. Ich glaube, das ist jetzt momentan mein längstes Let's Play mit. Ich denke mal, das müssen jetzt knapp 50 Parts sein. Es ist echt krass. Ich liebe dieses Spiel. Wow, ich habe mich jetzt gerade auf total krass stundenlanges Gelaber vorbereitet. Aber die Credits sind echt kurz. Wie gesagt, das Spiel hatte halt echt verdammt wenige Leute, die da mit dran rumgearbeitet haben. Und wenn ich so bedenke, was so in dem Jahr eigentlich noch für andere Spiele rausgekommen sind, die viele kaum bis gar nicht auf 3D gesetzt haben, da war Tomb Raider echt schon ein ziemlicher Vorreiter, was das anbelangt. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, was ich noch weiter mit diesem Spiel reden kann. Wir sehen uns dann im Tomb Raider 2 Let's Play wieder. Und tja, bis dahin. Ciao.